Seit Anfang des Jahres ist Haro in Deutschland mit einem Logistik- und Produktionszentrum vertreten. Und Haro Bikes können im eigenen Online-Shop erworben werden. Im Mountainbike-Segment finden sich drei Modelllinien: Fullies, Touren-Hardtails und Trail-Hardtails. Das Subvert IO9 ist das Topmodell der Trail-Hardtails. Sein Aluminiumrahmen ist schnörkellos, Züge und Leitungen sind innen verlegt. Am Testrad in Größe M ist das Oberrohr 615 mm lang, der Lenkwinkel liegt bei 68 Grad, der Reach bei 423 mm. 465 mm sind die Kettenstreben lang, dazu kommt eine Gabel mit 130 mm Federweg. Der Fahrer sitzt zentral auf dem Bike, die Sitzposition ist angenehm. Das Cockpit mit 60 mm Vorbau und 760 mm breitem Lenker sorgt für gute Kontrolle. Das Innenlager liegt tief, bei großen Wurzeln oder Steinen ist Aufmerksamkeit gefragt, damit die Pedale nicht aufsetzen. Auch dank des tiefen Schwerpunkts und der langen Kettenstreben liegt das Haro ruhig auf dem Trail. In ruppigen Passagen sind am Hardtail die Beine als Federelemente gefragt. An das höhere Gewicht eines E-Bikes muss man sich gewöhnen. Beim Bremsen oder Anfahren von Kurven schiebt es stärker als ein unmotorisiertes Bike. Schnell hat man das verinnerlicht. Die Kilos stören dann nur noch beim Tragen des Rads. Der Shimano Steps i8000 Antrieb unterstützt angenehm. Im Boost-Modus schiebt er sehr kräftig an, sodass jeder Steilanstieg seinen Schrecken verliert. Der Zusatzschub sorgt daneben im flachen oder vor allem in leicht ansteigenden Trail für ein Plus an Fahrspaß, wenn man dynamisch und schnell förmlich über Stock und Stein fliegt. Über die zugehörige eTube-App kann aus voreingestellten Charakteristika gewählt werden oder das Maß der Unterstützung in zwei der drei wählbaren Stufen individuell eingestellt werden. Außerdem lässt sich die Firmware von Antrieb und elektronischer Schaltung auf dem neuesten Stand halten. Die Bremsen und die Schaltung kommen ebenfalls von Shimano. Die XT Di2 besticht mit präzisen Schaltvorgängen, die SLX-Bremsen packen kräftig zu. Die Hebel liegen gut in der Hand. Mit der Revelation RC kommt die Boost-Federgabel von RockShox. Sie bietet 130 mm Federweg und ist den Herausforderungen am E-Bike leicht gewachsen. Die 27,5 Zoll Laufräder sind mit Kender Havoc in 2,8 Zoll Breite bestückt. Die bieten gute Traktion, vorne würden wir aber einen stärker profilierten Reifen montieren. Dank Motorunterstützung fällt der etwas höhere Rollwiderstand nicht ins Gewicht. Die Vario-Stütze darf an einem Trailbike nicht fehlen, die Trans-X am Haro funktioniert gut. Optisch stört lediglich der etwas zu lange Zug vor dem Lenker. Der Sattel kommt von BTB, Vorbau und Lenker von Pivit. 3.999 Euro kostet das Haro Subvert IO9, ein Preis, der angesichts der Fahrleistungen und der Ausstattung in Ordnung geht. Gewogen haben wir das Rad mit 21,11 Kilo inklusive Pedalen. Haro bietet mit dem Subvert IO9 ein schickes, gut ausgestattetes Trail-Hardtail an, das sicher zu beherrschen ist und ordentlich Power hat.